sieht es schon ganz richtig. Minecraft. Der Zwergwurst spielt Minecraft. Das ist richtig. Minecraft Anno. Wie bin ich hierher gekommen? Was mache ich hier? Was zum... Okay. Ich muss wohl irgendwie ohnmächtig geworden sein. Damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Part, zum ersten Part von Minecraft Anno. Das Ende dieses Parts sein. Nein, das Ende dieses Parts vielleicht nicht, aber soll das Ende der Nacht sein. Jetzt haben wir alle Erde verbraucht, die wir irgendwie haben. Ah, verdammt, gestorben. Wie blöde denn. Zwergi ist zu hart auf den Boden aufgeschlagen. Werkbank. So, Werkbank platzieren. Ein Bett. Craften. Nice, wir haben ein Bett. Dann kümmern wir uns als nächstes um unser Haus. Ein kleines Dreckshaus, wo wir übernachten können. Na super, haben wir doch das Ziel erreicht. Haben wir uns ein kleines Bettchen besorgt. Und ich sehe schon ein. Da brennt der Zombie dort hinten hervorragend. Huhn! Ein Hühnchen. So, da unten bist du, Hühnchen. Gok, gok, gok. Kann ich dich damit füttern oder? Liebesmodus. Und bleibst du jetzt bei mir? Nicht abhauen, nicht abhauen, Huhn. Ach so, der folgt mir. Das ist ein männliches Huhn. Ich nenne es Klaus. Es ist jetzt Klaus, das Huhn. Klaus, mein kleines Haustier. Bleib hier. Nicht abhauen. Klaus. Klaus. Kommst du zu mir? Klaus. Du wirst doch jetzt nicht gehen. Oh, Klaus, bist du es? Bist du hier runtergekommen? Klaus, mein kleines Huhn. Du bist es doch, oder? Hier in der Höhle hast du dich des Nachts versteckt. Da folgt es mir. Können wir es jetzt zähmen? Nehmen wir hier ein paar
alten Dinge hier verbrauchen. Ich kann nur eines verfüttern. Okay, es kann nicht zu viel. So, mein Hühnchen ist noch bei mir. So, kommst du wieder mit? Können wir das auch irgendwann so zähmen, dass es mir bedingungslos folgt, ohne Samen? Oh, ich sehe einen Creeper. Das gefällt mir gar nicht. Schnell weg hier. Nicht Klaus Leben hier riskieren. Ich höre Zombies. Ich sehe Creeper. Oh wei. Creeper. Ah, verdammt. Zweig ist hart auf den Boden aufgeschlagen. Wieder erscheinen. Och nee, jetzt bin ich ganz woanders. Und mein Bett ist weg. Och nein. Hier wieder im Waldgebiet hier. Nee, nicht ganz von vorne hier. Ach du Schande. Ist doch nicht wahr. Und Klaus habe ich auch verloren. Der ist noch drüben. Im anderen Gebiet. Mann, kommen wir jetzt mal aus dem Wald raus. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Oh Mann, verdammt. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Mana. Oh Mann. Und dann mal wieder durch den Wald. Wenn das nicht wieder dieselbe Stelle ist. Und wir wieder im Kreis rumlaufen. Oh Mann. Jetzt sollten wir uns einfach durch den Berg bauen. Einfach steil runterbauen. Dann kommen wir auf der anderen Seite der Karte raus. Das wäre doch auch eine Option. Und weiter geht's mit der Steinspitzhacke. Na komm. Ja, Eisen. Ich habe Eisen. Ein bisschen Eisen finden. Das müssen wir leider schmieden. Das müssen wir brennen. Damit wir was draus machen können. Aber das kriegen wir doch auch hin. Mit genug Stein können wir uns einen Steinofen machen. Kann man das eine leckere Pizza bauen? Steinofenpizza. Okay. Was zum Geier ist da los? Auf dieser Seite. Ein Zombie, der da nicht runterkommt. Irgendwas passiert da oben doch. Okay. Komm runter. Zeig dich. Na? Das sieht nicht nach einem Zombie aus. Ein riesiger Schleimblock oder so. Das könnte es sein. Na komm. Okay. Ojemine. Ich stell mein Bett hier erstmal ab. Ah, verdammt. Na super. Hitze in der Wüste. Na. Vielleicht sollten wir mal dieses Gestein dort abbauen. Das hilft uns vielleicht weiter. Das ist vielleicht wertvoller Rohstoff. Na, was seid ihr für Steine? Sandstein. Na dann, hervorragend. Kann man doch bestimmt irgendwo für gebrauchen. Um sich seine eigene Pyramide. Oranges Keramik. Oranges. Ja. Falls wir uns hier in der Wüste mal unsere eigene Pyramide bauen wollen. Zack, ja damit, mit dem Sandstein. Vielleicht baue ich jetzt hier gerade irgendeinen Tempel ab. Das gefällt gewissen Leuten nicht, aber
Ja, haben die Ägypter damals auch gemacht. Haben sich einfach von feindlichen Pharaonen den Tempel abgebaut und haben ihn für sich selbst benutzt. Oh, da unten ist was. Das Grab der Mumie. Die haben gerade Grabplünderei betan hier. Und werden jetzt vom Fluch der Mumie verfolgt. Das wäre natürlich ein Abenteuer, dass ich ja so gerne sehen würde, aber okay. Ich glaube, es ist nicht gerade ungefährlich hier unten. In der Tat. Auweih. Ja, das passiert Grabräubern, wenn sie einfach den Schatz in der Mitte des Dings der Pyramide stehlen wollen. Nicht, ich wache jetzt wieder im Wald aus. Auf Sach nicht, ich wache jetzt wieder im Wald auf. Eine Ewigkeit später. Wir sind wieder in einer Art Wüste gelandet. Oh, ein Kaninchen. Ein Häschen, ein Wüstenhäschen. Zu meinem großen Bedauern liegt mein Zeugs irgendwo in einem tiefen Grab. Und da werden wir so schnell nicht rankommen. Dazu müssten wir erstmal das Grab finden. Und ein Zeug für ein Bett haben wir auch momentan noch nicht. Ein Sandhaus. Dann baue ich mich halt ein. Und so kann man es auch irgendwie schaffen. Glaube ich zumindest. Muss man bloß irgendwie wissen, wann es wieder aufgeht. Und wann die Sonne wieder Helligkeit bringt. Gezückt, das Holzschwert. Dann können wir mal immer wieder hochgucken. Immer noch schwarz. Frage, wie kommen wir hier eigentlich wieder hoch? Wenn wir mal wieder hoch wollen. Ach, egal. Das ist dann die Frage des nächsten Mondes. Vielleicht scheint die Sonne ja auch direkt wieder rein. Jetzt bauen wir uns treppenmäßig wieder hoch. Jetzt wird hier erstmal Nachtwache gehalten. Eine Minute, 37 Sekunden später. Und wollen wir am nächsten Tag eine Treppe nach oben. Oh, es ist schon Tag. Na dann, hier irgendwie mal hoch. Können wir trotzdem mal machen. Ja, wie komme ich denn jetzt hier am dümmsten wieder hoch? Durch den Treibsand. Ich weiß nicht, ob das eine so intelligente Idee war, mich hier unten in den in die Wüstenhöhle einzugraben. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Oder auch nicht. Oh, hier endet die Map. Ich kann hier nicht weiter. Kann das sein? Ich backe hier am Rand fest. Ich kann hier nicht weiter durch den Ozean fahren. Das ist das Ende der Welt. Ich falle hier runter, wenn ich weiterfahre, wenn ich fahren könnte.
Ist ja geil. So viel dazu, die Erde ist eine Kugel. Hier ist das Ende. Ich komme nicht weiter. Ich kann hier nur am Horizont entlang fahren. Und dieses Gebirge dort besteigen. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Das Erobern und Erkunden. Ja, hier komme ich auch nicht weiter. Das ist so ziemlich die letzte Etappe. Dann verlassen wir mal das Boot. Es war ja eine lange Tour durch den Ozean. Das hat ja lange gedauert. Hallöchen. Ein Huhn. Na dann, schauen wir mal, dass wir hier über den Berg kommen. Und vielleicht finden wir hier am Ende der Welt ein schönes Örtchen, wo wir unser erstes Gebäude aufbauen können und das Dorf gründen können. Das Dorf am Ende der Welt, ein Gebirge am Ende der Welt, ist doch zumindest etwas. Kann man machen, oder? Ein Dorf irgendwo nirgendwo am Ende der Welt. Ist doch eine Adresse. Da kann man schon mal stolz in seine Briefe schreiben. Ich wohne am Ende der Welt. Vielleicht finden wir hier irgendwo Stein, dass wir uns mal eines Tages eine Steinspitzhacke bauen können, craften können und daraus dann eines Tages mal damit eines Tages mal weiter hinab können. Noch ist Nacht, aber sieht doch hier nach einem Tal aus und nach einem Berg, wo man sich mal unter Umständen hineinbauen kann. Wo man mal was Dorfmäßiges aufbauen kann. Ich brauche mal mein Schwert, mein Holzschwert. Geht das vielleicht ein bisschen schneller. So, die Sonne ist aber relativ schnell aufgegangen. Ja, das ging ja zügig. Ist es hier hell und weiß und grell. Hab jetzt mal so ein paar alte Videos von der SD-Card gelöscht. Dann kann es ja mal weitergehen. Können wir mal gucken, wo wir hier am besten unser Hütchen aufbauen. Dann bauen wir schon mal heute die erste Wand hier. Das erste Hütchen. Oh, das ist das Holzschwert kaputt gegangen. Hier ist halt nur ein Holzschwert. Werkbank. Fläche. Ah. Klaus Verwandter hier. Ist auch da. Das ist doch Klaus Nummer 2. Und wenn der mal hier nicht bleibt. Das kann doch unser Haustier bleiben. Klaus Cousin. Der wird jetzt sein Nachfolger. Klaus der Zweite. So, da hätten wir Erde im Angebot. Jede Menge Erde. Fichtenbretter und Eichenbretter. Ich fange mit Eichenbrettern an. Mit Erde zu bauen. Ja, Dirthaus, das ist wirklich vorbei. Können wir hier mal die erste Wand bauen. Ich sag's ganz ohne Schand. Ich baue jetzt eine Wand. Ja, kann sich sehen lassen. Würde ich mal sagen, bauen wir hier Stück für Stück weiter und da wird irgendwann mal was draus. Und Haus für Haus wird jetzt hier entstehen. Und unser kleines Dorf wird hier wahrscheinlich in der Nähe oder auf diesem Berghang erbaut werden. Halt, warte, Moment mal, was sehe ich denn da in meinem Inventar? Ich glaube, mich laust, na, Affe. Ein Bett, ein weißes Bett. Jetzt komme ich mir ein bisschen dämlich vor. Ja.
So viel dazu. Schlafen wir mal ein bisschen. Kann man natürlich machen, wenn man ein Bett hat. Sich da hinlegen und schlafen. Das ist natürlich jetzt, ja, kann man natürlich auch lassen. Man kann's, kann man so machen und so machen. Ja, ist ja jedem das seine. Aber das versteht, was ich da will. Vielleicht will ich den nächsten Block. Ach, verdammt! Wieder erscheinen. Nein! Was? Wieso? Was? Dein Bett fehlt oder ist versperrt? Das ist doch das. Warum? Och, Leute. Naja, ich finde mein Haus schon wieder. Es ist irgendwo ganz oben auf dem Berg. Ich schlag mich durch und da liegt mein Inventar ja hoffentlich im Haus drin. Finde ich mein Inventar jetzt auch wieder. Mein Bett ist ja dort. Warte, was sehe ich da? Holla, das sieht ja nice aus. Das ist, das ein Dorf? Das ist ein Villager-Dorf. Nice. Zwerge geht mal klauen, Zwerge geht mal klauen. Jo, tut mir leid, Leute, aber ich brauche mal ein bisschen Material. Nice. Nehmen wir uns gleich mal noch ein bisschen Proviant für den Weg mit. Können wir auch bestimmt einiges von anpflanzen. Zumindest neu anpflanzen. Dass sie nicht sofort sterben hier. Also die Grundlage ihres Seins wollen wir ihnen ja nicht wegnehmen. Hausparty oder was? Alle in einem Haus. Party! Villager Party! Villager, Villager Party! Jetzt hier mich auch noch dazu stellen. Da kriegt man aber keine günstige Perspektive. Die sind wirklich alle in einem Haus oder was? Geheime Sitzung oder was? Bin ich in etwas reingeraten. Dann lasst mich mal wieder raus, dann will ich euch nicht stören. Ist ja lustig. In den anderen Häusern ist keiner drin oder was. Versammeln sich ja alle zur Party. Kriegt da schon hin. Ich glaube, ich habe dann auch genug Stein, wenn ich dieses Haus hier abgebaut habe. Dann müssen wir nicht auch noch die restlichen Häuser hier vernichten. Creeper! Mist. Hilfe. Verdammt. Da war ich hier gerade beim Abbauen. Und da kommt so ein verdammter Creeper von hinten. Ja. So viel dazu. Da steht dann der Zwerg von dem geplünderten Haus. Juha! We can do with the drunken sailor, what we can do with the drunken sailor, what we can do with the drunken sailor early in the morning. Way, hey, up she wandered, way, hey, up she wandered, way, hey, up she wandered early in the morning. Way, hey, up she wandered, way, up she wandered, way, hey, she wandered early in the morning.
What we can do with drunken sailor, what we can do with drunken sailor, what we can do with drunken sailor, only in the morning. Nordseeküste am norddeutschen Strand. Und so weiter. Ach ja. Okay, hier ist eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Da muss ich hier anlegen. Vielleicht ist das sogar unser Haus am Arsch. Oh, Hund. Hund hat das Boot gekapert. Nein. Kannst das Boot behalten. Ich kaufe mir neues. Hundi hat einfach das Boot gekapert. Na dann, Hundi, behalt's doch, wenn du magst. Wenn's sein muss. Oh, eine Hexe. Ach du Schande. Nein, Hexe, 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 Hexe. Warum? 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 Hexe. Hexe greift an. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ach nein, muss das sein, 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 muss das sein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ah, nein, Zombie, 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 Zombie. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf so nicht enden, das darf so nicht enden. Spinne, Spinne. Hilfe, Hilfe. Ich werde überrannt. Angst. Kuh, rette mich. Noch mehr. Zombies, noch mehr Spinnen. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Nein, 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 mein Inventar. Scheiße! Ach, verdammt! Mein schönes Inventar, was ich aus dem Dorf bekommen habe. Ich sterbe hier wirklich in jedem Part. Das ist doch... Nein! Einfach nein! Meine schönen Sachen aus dem Dorf. Vom Skelett erschossen. So ein Scheiß! Nee! Da fehlen mir die Worte. Ich erscheine wahrscheinlich wieder hier an diesem doofen Startpunkt jetzt hier. So ein Kack. Muss diesen ruhigen Part jetzt hier mit einem Match beenden. Nee, ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr, das zu sehen, wo ich jetzt hier lande. Ich will jetzt diesen Part einfach mit diesem Bildschirm beenden und... Ich werde mal aufscreen ein bisschen mich durchkämpfen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part irgendwo bei meiner Hütte wieder und wenn nicht, dann halt irgendwo anders und ja, dann im nächsten Part bauen wir irgendwo was und notfalls in einem anderen Gebiet und ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr drauf. Ach, es ist doch, ich bin, wieso sterbe ich denn immer so viel? Es ist doch blöd. Mann. Und schaut mal, was ich hier gebaut habe. Ich höre was mir gar nicht gefällt. Ich höre Skelette. Aber schaut mal, was ich hier gebaut habe. Ich war offscreen mal ein bisschen unterwegs, deshalb ist das Inventar auch ziemlich voll. Hab so ein bisschen was gebaut, habe hier einen kleinen Schrein hier gebaut. Ruhe und Frieden, Klaus, das Huhn. Ja, eine Truhe, da ist eine kleine Blume dran und die letzten Überbleibsel von dem toten Klaus, dem Huhn. Da steht er in seiner kleinen Höhle hier, der Zwerg, und so eine kleine Gedenkstätte hier. Jeder, der vorbeikommt, jeder Pilger, der kann mal hier hingehen und mal ein bisschen in das Grab. Naja, das Grab. Ich will nicht unbedingt aber in die Gedenkstätte von Klaus reingehen. Wo kommen denn diese Skelettgeräusche her? Kann das denn? Oh, die ist eine Höhle. Die ist was unten drunter. Ach du Schande. Na komm. Attacke! Oh, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod. Zerstör das Teil hier, den Spawner. Gestorben.
Nice. Und jetzt bin ich hier beim Dingens. Jetzt habe ich noch mein Schwert verloren. Gut. Oder auch nicht gut. Holzschwert. Oder kann ich mir ein Steinschwert leisten? Ich hoffe, da ist jetzt kein Skelett mehr unten. Doch, ist es. Da ist eine Truhe unten. Zerstören, zerstören, zerstören das Teil, zerstören das Teil, zerstören das Teil, zerstören. Wie kann man diesen Punkt hier zerstören? Vernichten. Muss vernichten, muss kaputt machen. Spitzhacke. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, nice. Da haben wir ziemlich viel drin. Nice. Ein Zauberbuch und so weiter. Nice. Schöne Sachen sind da unten drin. Jetzt ist da nur noch dieses eine Skelett. Mit der Faust. Ich hol dich mit der Faust. Zack, zack, zack. Ich bin doch wohl stärker als dieses scheiß Skelett. Tut's den Skeletten. Krepier. So. Hier eine Fackel hin. Da eine Fackel hin. Einiges aufgesammelt hier. Spitzhacke lag hier rum. Zauberbuch Flamme 1. Wow. Sollen wir uns in die Kiste. Redstone. Alter. Was die Skelette hier alles beschützt haben. Das lohnt sich ja glatt. Goldpferderüstung. Boah. Das looten wir jetzt hier ordentlich. Sattel. Das müssen wir uns nur bis zu unserem Haus schaffen. Dann haben wir hier ordentlich was. Faden. Boah, das ist mega nice, was wir bekommen haben. Kisten kann man, glaube ich, nicht so mitnehmen, oder? Kann man nicht was reintun und dann die Kisten mit sich rumschleppen. Schießpulver. Das können wir hier brauchen. Alter, das ist doch nice hier. Ach so, neue Funktion entdeckt. Ich kann mich ducken. Ja, da stehe ich vor meinem Haus. Das haben wir im letzten Part zumindest in der Grobform fertig gekriegt. Und es wird gerade wieder Nacht. Das heißt, ich sollte mich mal reinlegen zum Schlafen. Ich glaube, das machen wir am besten jetzt mal, bevor jetzt hier die Zombies und Monster kommen und uns überraschen. Und ich würde direkt mal sagen, wir bauen heute ein bisschen weiter an der ganzen Sache hier. Ja, wäre, glaube ich, nicht unklug. Tja. Hui. Es macht immer wieder Spaß, hier runterzuspringen. Hervorragend. Also die erste Truhe befüllen. Bruchstein. So, dann bauen wir uns hier rein, würde ich sagen. Ja, geht's mal runter. Und da wollen wir hin. Ganz genau. Unter die Erde. Und da wollen wir hin. Macht Sinn. Da hätte ich Kohle. Und da hätte ich Eisenerz. Da kriegen wir bestimmt erstmal ein bisschen was raus. Na? Wie viel kriegen wir da? Kriegen wir 3 Barren oder? Verhält sich das anders? Ja, 3 Barren dürfen wir jetzt kriegen. Sehr gut. Nehme ich mir. Und den Bruchstein können wir auch noch gleich zu Stein machen. Wenn da mal nicht Monster sind. Oh, und ich sehe was, was ihr nicht seht. Doch, ihr seht's. Seht sogar ziemlich groß. Halleluja, ist das Gold. Bist du Gold? Gold, Gold, Gold. Ist das Gold? Wir haben es, glaube ich, noch nicht aufgesammelt. Wir müssen da mal durch.
Gold, Gold. Ja, Gold habe ich leider nie gehabt. Das ist eines der schönsten Minerale. Golderz. Nice. Wir sind auf einer Goldader gestoßen. Gold, 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 Gold. Zwergi braucht Gold. Gold, 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 Gold. Zwergi hat Gold gesehen. Wenn ein Zwerg Gold sieht, dann wisst ihr, was passiert. Gold. Ich bin reich. Reich, reich, reich. Reich, gib mir all das Gold. Nice. Was wir hier nicht so alles finden. Sind wir weit unten am Grundgestein. Ist das nicht nice? Ja, das ist nice. Auftauchen, 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 auftauchen. Puh. Und Redstone abbauen ist gefährlich. Unter Wasser. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. So, und wieder runter. Wie beim Beckenbau hier. Beim Wasserauffangbecken. Hier ist nichts mehr. Haben wir ein bisschen Redstone geholt. 16 Redstone. Nice. Damit kann man doch was machen. Golderz wird jetzt gebrannt zu Goldbarren. So können wir es gebrauchen. Na? Nice. Goldbarren. Haben wir dann 8 davon, wie es ausschaut. 8 Goldbarren. Na, die werde ich mir irgendwo in der Kiste tun. Das ist doch wertvoller Schatz, den wir gefunden haben. Haben wir eine Schatzjagd hier erfolgreich gemacht. Okay, Schwert rausholen. Wir müssen hier noch ein bisschen warten unter der Erde, bis es Tag ist. Ich habe Gold dabei, ich habe wertvolle Materialien. Das ist nicht so klug. Ist der gerade aufgegangen? Nee, steht oben. Es wird bald wieder Tag. Ich glaube, ich baue mich hier ein. Ich baue hier zu. Ich will hier wirklich nicht von Monstern verletzt werden. Ich glaube, ich warte hier mal ein bisschen. Mal ein bisschen Zeitraffer laufen lassen. Timelapse. Timeraffer. Ach du Scheiße. Lassen wir das was auch immer laufen. Davon geht's. Ja, Logo. Diese Strecke nutzen hier. The Eye of Tiger. Und so weiter. Ich kann nicht singen. Ein russisches Schwein. Das ist ja ganz naheliegend hier. Direkt neben der Wüste hier. Da drüben ist eine große Wüste. Es gibt ja viele Wüsten in Russland. Und ein Schneegebirge hier. Wissen wir ja alle. Erdkunde war schon immer meine Stärke. Ich weiß. Wie wär's denn mit Wladimir? Wladimir, das russische Schwein. Sagt dann Chunsk, Chunsk, Chunsk. Ich bin Wladimir, das russische Schwein. So, beide drin, hervorragend. Der Klausianer und Wladimir. Da muss ich heute mal wieder ganz kreativ sein bei der Erfindung des Thumbnails. Ja.
bestimmt viel leckerer essen als so ein gebratenes Schweinekotelett. Das isst sich doch viel besser als so ein rohes Zeug. Na, dann brate ich mir noch mal was Schönes. Bringt das mehr als ein rohes Ding? Okay, Essen. ZL Essen. Ja, das bringt viel mehr. Sau drinne. Und der Nebenbalken ist wieder voll. Bringt was, ordentlich zu essen. Vielleicht kriegt man ja hier irgendwo was hingebaut. Vielleicht ein bisschen weiter unten, weil da sind nicht so viele Bäume oben im Weg. Da können wir hier die Gestrüppe hier unten entfernen. Ja, sieht auch ein bisschen anders aus. Ist ein bisschen anders farbig. Kriegen wir das so hin. Machen wir so. So, Treppe hinauf. Sehr viel anders sieht das vielleicht jetzt nicht aus, aber ein bisschen Abgrenzung von dem Rest des Hauses. Dann soll ja auch hier so ein bisschen als primitives Flachdach dienen. Ein bisschen, dass man auch austreten kann, ein bisschen in die Richtung gucken kann. Raus aufs Dorf. Ja, könnte man machen. Eichenbretter. Okay, genau das brauchen wir hier. So, hier ein kleines Terrässchen hier. Ein bisschen Fenster, wo man rausgehen kann. Muss nicht sehr breit sein, muss nicht sehr weit sein, aber so ein bisschen. Zack, zack, und es wird schon wieder Abend. Das gibt es doch hier nicht. Die Tage und die Nächte hier. Das ist unausgewogen hier in Minecraft. Machen wir hier noch ein Geländer ran und dann. Ja. Und wir bauen das hier zu. Wie wär's denn damit? Das sähe doch vielleicht auch nicht schlecht aus. Man hier sagt, wir machen hier Glas ein bisschen dran. Machen hier dann noch so eine Bedachung dran. Ja. Nee, das ist ein bisschen eng. So ungefähr. So habe ich mir das auch gedacht. Lass uns dann wieder ein bisschen hochbauen. Hier auch noch ein bisschen. Ich wollte hier so sitzemäßig was hinkriegen. Macht man das so, kriegt man das hin. Ja, ja, so Sitze simulierend. Ja. Ja. Sieht doch ganz schnieke aus. Ein bisschen barmäßig was. Und hier so ein bisschen eine Ecke. Kann man sich so zum Tisch hin treffen. So, ja, Mama, ich verkaufe Gummi, da mal was gefunden, was man machen kann aus Redstone und aus Gold, was sehr sinnvoll ist sogar. Eine Uhr holen wir uns doch. Haben wir jetzt noch einen Goldbarren? Die Kürbislaterne, die ist auch hübsch.
So, schauen wir mal, was die Uhr so kann. Wenn man die dann im Inventar hat, wenn man die so in der Hand hält. So. Zeigt einem so den Sonnenstand an, oder wie sieht's aus? Weiß man dann, wann es Nacht wird oder so? Kann man die auch an der Wand anbringen? Nee, irgendwie nicht. Will ich in den Rahmen als Uhr reinsetzen? Ich befürchte, das wird nicht klappen. So hier und so hier hat man eine Uhr. Würde sogar klappen. Ja, das klappt sehr gut. So. Hier darüber hängen. Schildnachricht. Ja. Auch wieder nicht mittig, aber. Ja. Zweiter Versuch hier rechts daneben. Und wir hängen hier gleich das Ding daneben. Warum nicht? Machen wir es so unelegant wie möglich. Ja. Passt doch. Ja. Kann man machen. Zur goldenen Schaufel. Nein, nein, nein. Was zum Fick? Nein! Der scheiß Creeper hat hier meine ganze Wand eingerissen. Der Fixer. Der Fixer. Ich habe nicht genug Holz. Puh, müssen wir aufpassen. Dass der hier nicht Wladimir hier das Huhn weg. Sachte, sachte hier. Hallo, wer sind denn Sie? Guten Tag. Sie sind aber neu hier, oder? Guten Tag, Herr. Sir. Was machen Sie denn hier? Sie sind der Wirt hier, oder? Ich darf mal kurz durch, ich dränge mich durch. Ah, Tag. Das kenne ich ja noch gar nicht. Wann sind Sie denn hergekommen? Ah, haben Sie sich wohl hier eingerichtet? Hm, er ist nicht sehr gesprächig. Na dann, dann wollen wir mal nach Hause. Heute steht mir nicht so der Sinn nach Trinken. Ah, kommen Sie raus, wollen Sie mich noch begleiten? Herr Wirt. Na dann. Gute Nacht, lieber Wirt. Ich gehe dann mal nach Hause. Es ist dunkel bei mir zu Hause. Sonst brennt doch dort immer die Lichter. Was ist denn hier los? Hallöchen. Jemand zu Hause? Natürlich niemand zu Hause, aber warum ist das hier so dunkel? Ich kann kaum was sehen hier. Naja, egal, legen wir uns schlafen. Ich bin müde. Tag war lang. Hab viel gebaut an der Sache. Schlafen wir. Monster in der Nähe. Oh wei, doch nicht im Haus. Mach Licht an hier. Monster? Oh wei. Da ist doch ein Creeper vor der Tür. Da muss ich mich mal sofort drum kümmern. Schneit! Der Wahnsinn. Ich habe hier einen Creeper gesehen. Creeper? Nein, 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 nicht explodieren. Verdammt! Oh, eine Nachricht. Scheinbar von einem Fremden. Du und dein Dorf. Gefahr. Monster auf einem Turm. Wenn du das liest. Ich tot. Okay. Okay, der hat das wohl in hastiger Eile hier geschrieben. Das ist keine deutlichen Worte hier, nur abgehackte Sätze. Der hatte wohl Eile. Orguyana wollen Dorf besetzen. Orguyana? Was soll denn das bedeuten? Orguyana? Du willst das Dorf besetzen? Okay. Rette! Dorf!
Du, stark, letzte Chance, Okudana besiegen. Okay. Oh wei, das sieht gefährlich aus. Oh Schreck. Wollen wir uns da reintrauen? Oh oh. Hallo, jemand zu Hause? Tachchen? Tachi! Oh, der kommt schon runter! Ah. Zack. Oh, okay, den haben wir besiegt. War das der erste Gegner hier? Puh. Der Turm ist noch höher. Das war wohl der erste Onguyana. Der erste Wachposten hier. Ganz langsam weiter. Hallo, guten Tag. So, ist jemand hier? Hallo? So, wo ist denn der? Hilfe, 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 hier von allen Seiten, von allen Seiten. Mann, gestorben. Ich komme. Ah, jetzt habe ich schon ein Schwert, da habe ich Eisenschwert. Komm, zack, 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 zack. Jetzt besiege ich dich, zack. So, und jetzt. Puh, wir sind gestorben. Wir haben ihn scheinbar besiegt. Gut. Den Onguyana-Boss haben wir besiegt. Oh, dass wir die besiegt haben. Onguyana-Boss. So, voll ausgerüstet noch. Ein Glück. Haben wir es geschafft. Was macht dieser Turm hier? Meine Güte, der muss wohl über Nacht irgendwie aufgetaucht sein. Ich war noch dort im Gasthaus unten. Wer seid denn ihr? Dich kenne ich, du bist der Wirt. Aber hallo, wer bist denn du? Tag auch. Kennen wir uns, haben wir uns schon mal gesehen? Die Truhe? Ich soll die Truhe öffnen. Das ist aber eine seltsame Truhe. Mhm. Ein langer Text. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Siegfried. Ich komme aus fernen Landen. Seit langer Zeit irre ich nun schon durch die Ebenen dieser Landschaft und suche nach Rast und Unterkunft. Ich bitte Sie, gnädiger Herr, lasst mich in euren Landen, in eurem Dorf. Gleich umblättern? Ja. Mein Lager aufschlagen. Mein Dank und meine Dienste als Händler seien euch gewiss, edler Mann. Oh. Das ist aber eine Anfrage. Oh, ja. Das kommt hastig. Aber natürlich, ja, sind ja schon hier, sie haben sich hier schon im Gasthaus eingefunden und ja, wieso nicht? Also ich kann ihnen das ja nicht ausschlagen. Sie sind weit gereist, kommen jetzt hierher und bitten darum, dass sie hier, ja, haben bestimmt im Gasthaus auch schon geschlafen, vielleicht direkt neben mir und ich habe das nachts bemerkt. Bauen wir mal, neben Siegfried, der hoffentlich die Nacht mal im Gasthaus verbracht hat und nicht in der freien Luft. Ein kleines Häuschen. Ich hoffe, der ist uns noch nicht abgehauen hier, weil er eine Nacht hier überstehen musste. Ach, der ist lange gereist, der hält das aus. So. Setzen wir mal die ersten Steine. Hervorragend. Und dann bauen wir mal. Schauen, was wir hier hinkriegen. Sind das etwa Name-Tags? Grüße gehen mal an dieser Stelle raus an den lieben Mordev. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich habe den Namen, glaube ich, noch nie wirklich ernsthaft ausgesprochen in einem Projekt. Mordi, sei gegrüßt. Der hat mir mal eben offscreen gesagt, wie man den Name-Tags macht. Wieder was dazugelernt. Ja, wir springen hier ins Wasser und lassen uns runtertreiben oder wir buddeln uns runter. Ich glaube, ich lasse mich mal hier treiben im Wasser.
vielleicht ein bisschen gefährlich, aber ja, schon sind wir unten. So, nehme ich mal ein bisschen Wasser mit und auch ein bisschen Lava. Damit kann man bestimmt was anfangen, wenn man wieder eine Oberfläche ist. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Oha. Skelett, hier, wo? Hilfe. Auweia. Kacke. Bin gestorben. So, damit graben wir hier mal das Material ab. Super. Schauen wir uns mal an, was das so ist. Diamant scheint es noch nicht zu sein, aber bestimmt auch was Wertvolles. Damit können wir gleich an die Oberfläche gehen. Und nicht getötet werden. Lapis Lazuli. Oh. 25. Auch nicht schlecht. Ich gehe, glaube ich, gleich an die Oberfläche. Ich hau gleich ab hier. Na denn. Oh. Wollte gerade sagen, hier ist vielleicht Platz für ein neues Gebiet, für ein neues Dorf. Vielleicht was wir hier ein Nachbardorf, was wir erstellen können, aber. Alter Verwalter, was habe ich denn hier gefunden? Was ist denn da? Was sehen wir denn hier? Mein Lieber. Herr Versangsgein. Ja, auf dem höchsten Berg in der Umgebung oder was? Ja, scheint der höchste Gipfel zu sein. Ja, wir sind schon relativ weit oben. Wenn das kein Portal in eine andere Welt ist. Ein Portal. Ein magisches Portal. Oh, das klingt gar nicht gut. 3. Augen zu uns durch. 1, 2 und 3. Wow. Puh. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hallo! Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Inkladum, zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es hält hier ein klein wenig. Oh, ich sehe ein Monster, das durchaus tödlich sein könnte. Muss noch vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was es tut. Es kommt auf uns zu. Es könnte gefährlich sein. Vorher noch essen. Na komm. Okay, das ging ja auch schnell zu besiegen. Das war ja nicht schlimm. Ich höre ein Monster. Ich sehe es auch. Es ist da hinter dem Block. Zack. Das nächste. Da haben wir 2 Goldblöcke. Klumpen. Diese Monster machen diese Klumpen hier. Hm. Wo ist das Portal? Das ist wohl weiter oben, oder? Na dann, würde man sagen, hindurch. Da sind wir wieder zurück in der Welt von Minecraft. Oh. Hervorragend. Ja, so sieht's aus. Ich komme hier nicht rein. Bin zu blöd dafür. Na komm, mach keinen Scheiß, die Tür ist offen. Ja, Maikartoffelbrei. Was kannst du eigentlich? Okay, wir sehen, wollte gerade sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich drin bin. Das war ja peinlich, kam ich hier nicht rein, hat das Spiel gerade mir das versaut. Hier ist die Falltür, da kann ich euch mal zeigen, was ich alles aufs Gehen so gemacht habe. Ziemlich viel sogar. Ach, die Falltür lassen wir offen. Ich habe da einiges geschafft. Hier die erste Etage habt ihr schon gesehen. Zweite und dritte Etage haben wir im Part gemacht. Im letzten Part. Und dann geht es ja natürlich noch weiter. Ich habe mich noch weiter runtergegraben und weiteres geschafft. So.
Schauen wir uns mal um. Ja, hier geht's um eine Ecke. Ein kleiner Gang. Ui, und da haben wir einen ganz großen Gang. Hier mit Fackeln an den Wänden sehr gut ausgeleuchtet. Sieht noch nicht sonderlich gut aus hier. Es ist noch alles hier Natura, einfach aus dem Stein geschlagen. Das ist nicht sonderlich ausgekleidet mit richtigen Steinen. Aber es soll ja noch provisorisch sein. Ganz nicht provisorisch ist das hier. Das sind künstliche Fenster. Dahinter ist blaue Wolle. Habe ich mich mal ein bisschen geschummelt. Damit das so ein bisschen nach... Da sieht das schon ein bisschen, da ist so eine Fackel dahinter, dass das so ein bisschen, ja, danach aussieht, als wäre es schon fast draußen. Ja, die Hoffnung erweckt, weil es draußen zu sein, so ein bisschen das Gefühl einbringt. Und hier habe ich ein ganz Meisterwerk geleistet. Da sieht auch schon das Hühnchen mir entgegenkommen. Und ein Schwein. Na, schaut mal hier hin. Genießt diesen Raum. Ein Naturraum unter der Erde. Hühnchen und Schwein und ein Baum und Wasser. Ja, daran kann man sogar versinken. Kann man sogar ertrinken, wo man will. Ein Blümchen. Und ein Baum mit echtem Laub und so weiter. Ja. Aber mit Fackeln ausgeleuchtet, weil es ist dunkel, es ist unter der Erde. Ich glaube, ich laufe schon mal weiter, weil ich habe hier ein bisschen viel Angst vor der Lava. Huha! Hier werde ich jetzt angegriffen. Das ist nicht gut. Gestorben und meine Items aus dem Nether. Das war mal wieder herrlich dämlich. Och nee. Meine Items verloren. So ein Kack. Dafür ist es da, das Projekt. Das war ja klar. Das ist hier verreck. Ist das mein Dorf am Arsch der Welt? Oben ist auf jeden Fall was. Ach du Schande. Wir sind im Kreis gegangen. Okay. Oder ich habe mal irgendwann mal gedreht. Ja, eine Irrfahrt. Auf jeden. Ich glaube, wir sollten mal geradeaus bleiben. Hüpfen wir mal rein ins Challenge-Portal. Sieht ja sehr spannend aus. Na dann, ab mit uns. Hinein. Auf zur Challenge. Oh, wo sind denn wir hier gelandet? Oh, eine Welt mit blauem, sonnigem Himmel. Oh, ein Portal. Oh, und hier ist das Challenge-Portal. Oh, das sieht ja vielversprechend aus. Na toll, geht's wieder in den Never oder was? Zur Challenge. Ja, das sieht sehr nach Challenge aus. Na dann, rein da. Auf geht's. Okay, wo sind denn wir? Ach, Schande. Wäre ich ja wohl gern. Das wärst du gern, Zwiggy. Komm, das schaffst du. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, da sind wir drüben. Beim ersten Versuch. Naja, ja, beim 101. Es geht hoch hinaus. Nur wer hochsteigt, kann tief sinken und tief fallen. Hops. Zack, läuft ja wie gebuddert hier. Und sobald ich das sage, passiert was. Oh wei, das ist nicht mehr so ganz so leicht. Schon Stufe 2. Hops. Und, na, sehr gut. Das sieht ja brillant aus hier. Uah, psala, puh, und darunter, boom, boing. So, da sind wir drüben und wird bestimmt nicht mein letztes Jump'n'Run sein. In Minecraft Armor. Ja. Und ja, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Noch kein Meister von mir gefallen. Irgendwann kann ich das auch. Oh wei. Sieht aus wie TNT. Da müssen wir wohl schnell sein. Zwecke und schnell. Huh. Ah. Schnell rüber hier. Sonst fliegen wir in die Luft. Ja, nice. Haben wir geschafft. Dann explodiert die Sache hinter uns und wir können nicht mehr zurück.
Hallo, Jim. Oh, was läuft denn hier? Ach du Scheiße. Ich werde angegriffen. Guyana sprach. Oh, wei. Da sehen wir sie vorm Fenster. Oh, wei, ja. Ich bin ausgerüstet. Vollends ausgerüstet. Dann stützen wir uns mal ins Gefecht. Komm, lass mich in Frieden. Lass mein Dorf in Frieden. Na komm. Lass mich in Ruhe. Weg hier. Verdammt. Meine Rüstung scheint nicht stark genug zu sein. Mein Schwert. Meine Rüstung. Na komm. Oh, verdammt. Ja, im letzten Part haben wir schon damit angefangen, hier ein Gefängnis zu erbauen. Und ich würde mal sagen, wir bauen heute direkt weiter. Wir müssen eventuell die Wand ein bisschen erweitern, aber ja, vielleicht bauen wir auch ein bisschen unterirdisch. Weil momentan wirkt das für mich ein bisschen klein. Ist doch bestimmt ein Freund von Siegfried. In der Händler. Oh, und du? Hallöchen! Siegfried hat Freunde eingeladen, oder was? Siegfried? Ach, da bist du, Siegfried. Tachchen. Fühlst dich wie zu Hause, hast gleich eine Hausparty gemacht. Du hast hier was für mich? Ja, ich glaube, das sieht einfach aus der Truhe aus. 25 Eisenbarren. Ich wusste doch, dass ich das klauen kann. Was guckst du mich so an? Du legst doch immer nur Sachen in die Truhe, die du für uns hast. Ist doch okay, oder? Die Eisenbarren, kann ich die klauen? Ich brauche die. Ja, ich weiß, da steht Händler über deinem Kopf. Aber gut, ja, ich brauch's mir, ich geb's dir irgendwann mal wieder zurück. Ich geb dir irgendwann mal Eisen wieder zurück, wenn ich's habe. Okay, ich brauch's heute mal dringend. Okay, er sagt nichts dagegen. Er sagt generell ziemlich wenig. Macht man hier auf. Zack. Rein da. Den Boden noch schön unbequem machen. Wie es sich gehört. Ein weißes Bett. Fast nicht verdient. Bei dem Häftling. So. Fuck übers Bett. Man kommt hier gar nicht raus. Ist auch besser so. Besser für einen Ausbruch. Besser gegen den Ausbruch. So, und hier ist das graue Bett rein. Das sieht mir nach Knast aus. Na komm, ein Bett platzieren. Nein, nicht so. So hier, ja. Und dann... Du kriegst eine Fackel hier neben dem Eingang. Ja. Stoch ganz hell in der Nacht. Sieht doch schon ganz hübsch aus für ein Gefängnis. Können wir auf diese Seite hier eine Leiter nach oben bauen. Ja, das sieht doch schon, das sieht doch nicht schlecht aus für ein Gefängnis, oder? Was meint ihr? Habt auf jeden Fall noch einen angenehmen fürstlichen Tag. In diesem Bild verabschiede ich mich hier. Man sieht sich auf jeden Fall in einem anderen Video wieder, hoffentlich. Ansonsten, ja, im nächsten Part Minecraft Anno. Haut da rein. Ciao, ciao.